mein Kreuz tragen, den schmalen Weg gehen und mich selbst verleugnen, dem Stolz widerstehen. Dreimal werde ich schwach, dreimal leugne ich dich, dreimal fragst du mich nur, liebst du mich? Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten das Eingangsgebet. Barmherziger Herr, mein Meister, ich will dir treu nachfolgen. Ich will dich in meinem Leben auf immer vollkommenere Art und Weise nachahmen. Deshalb bitte ich dich, dass du mir durch die Betrachtung deines Leidens die Gnade erweist, die Geheimnisse des geistigen Lebens immer besser zu verstehen. Maria, Mutter der Barmherzigkeit, die du Christus immer treu bist, führe mich auf den Pfaden des bitteren Leidens deines Sohnes und erbitte für mich die notwendigen Gnaden für ein fruchtbares Erleben dieses Kreuzweges. Ich opfere ihn auf für alle Priester, Ordensleute und alle, die nach Vollkommenheit streben. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um falsche Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie erreichten aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. Jesus zu Schwester Faustine. Wundere dich nicht, dass du manchmal Verdächtigungen unschuldig ausgesetzt bist. Aus Liebe zu dir habe ich den Kelch der unschuldigen Leiden zuerst getrunken. Als ich vor Herodes stand, erbat ich dir die Gnade, dich über die Verachtung der Menschen zu erheben und meinen Pfaden treu zu folgen. Wir sind gewohnt, auf Sprache zu reagieren und meinen immer gleich antworten zu müssen, ohne darauf zu achten, ob es Gottes Wille ist, dass wir reden. Eine schweigsame Seele ist stark. Alle Widerwärtigkeiten schaden ihr nicht, wenn sie im Schweigen ausharrt. Eine schweigsame Seele ist fähig, sich mit Gott aufs Innigste zu vereinen. Barmherziger Jesus, hilf mir, dass ich imstande bin, jedes menschliche Urteil anzunehmen, und lass nicht zu, dass ich dich irgendwann in meinem Nächsten verurteile. Christe, Domine Jesu, Domine Jesu, o Christe, Domine Jesu, o Christe, Domine Jesu.
Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf sich. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhle, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Jesus zu Schwester Faustine. Ängstige dich nicht vor Leiden, ich bin bei dir. Je mehr du das Leiden lieb gewinnst, umso reiner wird deine Liebe zu mir sein. Jesus, ich danke dir für die täglichen kleinen Kreuze, für die Hindernisse zu meinem Vorhaben, für die Last des gemeinsamen Lebens, für die falsche Auslegung der Absichten, für Erniedrigungen durch andere, für herben Umgang mit uns, für grundlose Beschuldigungen, für die schwache Gesundheit und Erschöpfung, für die Verleugnung des eigenen Willens, für die Austilgung des eigenen Ichs, für die fehlende Anerkennung in allem, für die Durchkreuzung aller Pläne. Barmherziger Jesus, lehre mich die Last des Lebens, Krankheit und jedes Leiden zu schätzen und dieses tägliche Kreuz mit Liebe zu tragen. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus zu Schwester Faustine. Unwillkürliche Verstöße der Seelen halten mich in meiner Liebe zu ihnen nicht zurück und hindern mich nicht daran, mich mit ihnen zu vereinigen. Aber auch kleinste Verstöße, freiwillig getan, halten meine Gnaden auf. Solche Seelen kann ich mit meinen Gaben nicht überhäufen. O mein Jesus, wie sehr neige ich zum Bösen. Das zwingt mich zur steten Wachsamkeit über mich selbst. Aber ich lasse mich durch nichts abschrecken. Ich vertraue auf die Gnade Gottes, die im größten Elend reichlich vorhanden ist. Barmherziger Herr, bewahre mich vor jeder, auch der allerkleinsten, aber freiwillig begangenen und bewussten Untreue. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu. Vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Jesus zu Schwester Faustine. Obwohl alle Werke, die aufgrund meines Willens entstehen, großen Leiden ausgesetzt sind, so bedenke, ob eines von ihnen größeren Leiden ausgesetzt war, als mein direktes Werk, das Werk der Erlösung. Du solltest dich wegen der Widerwärtigkeiten nicht zu sehr grämen. Ich hörte die Stimme der heiligsten Mutter. Wisse, meine Tochter, obwohl ich zur Würde der Mutter Gottes erhoben wurde, haben 7 Schmerzensschwerter mein Herz durchstoßen. Unternehme nichts zu deiner Verteidigung.
Ertrage alles in Demut. Gott selbst wird dich verteidigen. Maria, Mutter der Schmerzen, sei immer bei mir, insbesondere im Leiden, so wie du beim Kreuzweg deines Sohnes zugegen warst. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu. Fünfte Station: Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann aus Cyrene namens Simon. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Jesus zur Schwester Faustine: Die Schwierigkeiten lasse ich deshalb zu, um deine Verdienste zu vervielfachen. Nicht den guten Ausgang belohne ich, sondern Geduld und Mühe, die für mich unternommen wurden. O mein Jesus, du belohnst nicht für den guten Ausgang einer Tat, sondern für den aufrichtigen Willen und die Mühen. Daher bin ich ganz ruhig, auch wenn alle meine Bemühungen und Anstrengungen vergeblich bleiben oder niemals verwirklicht werden sollten. Wenn ich alles tue, was in meiner Macht ist, gehört das Übrige nicht mehr mir. Jesus, mein Herr, möge jeder Gedanke, jedes Wort und jede Handlung allein aus Liebe zu dir geschehen. Reinige meine Absichten. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu. Sechste Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Viele haben sich über ihn entsetzt, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Jesus zur Schwester Faustine: Wisse, wenn du irgendeiner Seele etwas Gutes tust, nehme ich es an, als würdest du das für mich selbst tun. Von Jesus lerne ich, gut zu sein, von dem, der die Güte selbst ist, damit ich die Tochter des himmlischen Vaters genannt werden kann. Große Liebe vermag kleine Dinge in große umzuwandeln, und nur Liebe allein verleiht unseren Taten einen Wert. Herr Jesus, mein Meister, bewirke, dass meine Augen, meine Hände, mein Mund und mein Herz barmherzig sind. Verwandle mich in Barmherzigkeit. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, Domine Jesu. Siebente Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz.
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Jesus, zu Schwester Faustine, der Grund deiner Niederlagen ist, dass du zu viel auf dich selbst zählst und dich zu wenig auf mich stützt. Wisse, dass du aus dir selbst nichts vermagst. Ohne meine besondere Hilfe bist du nicht einmal fähig, meine Gnaden entgegenzunehmen. Jesus, lass mich nicht allein. Du, Herr, weißt, wie schwach ich bin. Ich bin der Abgrund des Elends. Ich bin lauter Nichtigkeit. Ist es dann verwunderlich, wenn du mich allein lässt, dass ich falle? So musst du, Jesus, ständig mit mir sein, wie eine Mutter bei ihrem schwachen Kind, sogar noch mehr. Möge mir deine Gnade Beistand leisten, Herr, dass ich nicht fortwährend in dieselben Irrtümer verfalle. Und wenn ich falle, dann hilf mir aufstehen und deine Barmherzigkeit preisen. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu. Achte Station, Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus, zur Schwester Faustine, wie lieb ist mir der lebendige Glaube. Ich wünschte, dass in der jetzigen Zeit mehr Glaube bei euch sei. Innig bitte ich dich, Herr, dass du meinen Glauben stärkst, damit ich mich im grauen Alltag nicht von menschlichen Stimmungen leiten lasse, sondern vom Geist. O, wie alles den Menschen zur Erde zieht, aber lebendiger Glaube hält die Seele in höheren Sphären und weist der Eigenliebe den gebührenden Platz zu, den allerletzten. Barmherziger Herr, ich danke dir für die heilige Taufe und für die Gnade des Glaubens. Immer wieder rufe ich, Herr, ich glaube, vermehre meinen Glauben. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Jesus, zur Schwester Faustine, wisse, das größte Hindernis zur Heiligkeit ist Lustlosigkeit und nicht begründete Beunruhigung. Sie nehmen dir die Möglichkeit, dich in der Tugend zu üben. Ich bin stets bereit, dir zu vergeben. So oft du mich darum bittest, preist du meine Barmherzigkeit. Mein Jesus, trotz deiner Gnaden fühle und sehe ich mein ganzes Elend. Ich beginne und beende den Tag im Kampf. Kaum werde ich mit einer Schwierigkeit fertig,
wachsen an ihrer Stelle 10 neue hervor, die zu bekämpfen sind. Aber ich gräme mich deshalb nicht, weil ich weiß, dass jetzt die Zeit des Streitens ist und nicht des Friedens. Barmherziger Herr, ich gebe dir das, was mein alleiniges Eigentum ist. Das heißt Sünde und menschliche Schwäche. Ich flehe dich an, dass mein Elend in deiner unergründlichen Barmherzigkeit untergehen möge. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu. 10. Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 4 Teile daraus. Jesus stand plötzlich vor mir, seiner Kleider entblößt, am ganzen Leibe mit Wunden bedeckt, die Augen mit Blut und Tränen gefüllt, das ganze Antlitz verunstaltet, mit Speichel bedeckt. Da sagte mir Jesus: Die Braut muss dem Bräutigam ähnlich sein. Ich begriff diese Worte zutiefst. Hier gibt es keinen Platz für Zweifel. Meine Ähnlichkeit mit Jesus soll durch Leiden und Demut sein. Jesus, der du still und reinen Herzens bist, bilde mein Herz nach deinem Herzen. Christe, Domine Jesu, o Christe, Domine Jesu. Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha. Es war die 3. Stunde, als sie ihn kreuzigten. Jesus zur Schwester Faustine. Meine Schülerin, hege eine große Liebe zu denen, die dir Leiden auferlegen. Tue Gutes denen, die dich hassen. O mein Jesus, du weißt, welche Anstrengungen es bedarf, um ehrlich und aufrichtig mit denen zu sein, vor denen sich unser Wesen sträubt, oder mit denen, die uns bewusst oder unbewusst Leid angetan haben. Menschlich gesehen ist das unmöglich. In solchen Augenblicken bemühe ich mich, mehr denn je in der entsprechenden Person Jesus zu entdecken, und diesem Jesus zuliebe tue ich für die entsprechenden Personen alles. O reinste Liebe, beherrsche mein Herz in ganzer Fülle und verhilf mir, das zu lieben, was jedes menschliche Maß übersteigt. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu.
Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Jesus zu Schwester Faustine. Das alles für die Erlösung der Seelen. Überlege, was du für ihre Rettung tust. Da erblickte ich den Herrn am Kreuz. Als Jesus eine Weile so dahing, sah ich ganze Scharen gekreuzigter Seelen, genauso wie Jesus. Ich sah eine zweite und eine dritte Schar von Seelen. Die zweite Schar war nicht ans Kreuz genagelt, aber die Seelen hielten das Kreuz fest in der Hand. Die dritte Schar war weder gekreuzigt, noch hielten die Seelen das Kreuz in der Hand, sondern sie zogen es hinter sich her und waren unzufrieden. Jesus, du Schwester Faustine, siehst du die Seelen, die im Leiden und in der Verachtung mir ähnlich sind? Sie werden auch in der Verherrlichung mir ähnlich sein. Die wiederum, die mir weniger ähneln in Leid und Verachtung, werden auch in der Verherrlichung weniger Ähnlichkeit mit mir haben. Jesus, mein Erlöser, verbirg mich in der Tiefe deines Herzens, damit ich gestärkt durch deine Gnade dir ähnlich werde in der Liebe zum Kreuz und Anteil an deiner Verherrlichung habe. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu. 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Josef aus Arimathea bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Jesus zur Schwester Faustine. Eine Seele, die fest an meine Güte glaubt, ist mir die Liebste. Ich schenke ihr mein Vertrauen und gebe ihr alles, worum sie bittet. Ich flüchte mich zu deiner Barmherzigkeit, gütiger Gott, denn nur du allein bist gut. Wenn auch mein Elend groß und mein Verschulden zahlreich ist, vertraue ich auf deine Barmherzigkeit. Denn du bist der Gott der Barmherzigkeit, von dem man seit Jahrhunderten nicht gehört hat und Himmel und Erde sich nicht erinnern, dass eine Seele enttäuscht wurde, die auf deine Barmherzigkeit vertraut hat. Maria, Mutter der Barmherzigkeit, führe mich auf dem Weg des inneren Lebens, lehre mich zu leiden und im Leiden zu lieben. O Christe, Domine Jesu, Domine Jesu. 14. Station. Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Jesus zur Schwester Faustine. Du bist noch nicht im Vaterhaus.
Gehe also durch meine Gnade gestärkt und kämpfe um mein Königreich in den Seelen der Menschen. Kämpfe wie ein Königskind und denke daran, dass die Tage der Verbannung schnell vorübergehen und mit ihnen die Möglichkeit für den Himmel Verdienste zu sammeln. Ich erwarte von dir eine große Zahl an Seelen, die in Ewigkeit meine Barmherzigkeit preisen werden. Jede Seele, die du mir, Jesus, anvertraut hast, will ich durch Gebet und Opfer unterstützen, auf dass deine Gnade in ihr wirksam werden kann. O großer Freund der Seelen, mein Jesus, ich danke dir für dein großes Vertrauen, dass du die Seelen gütigst unter unsere Obhut gestellt hast. Bewirke, barmherziger Herr, dass auch nicht eine der Seelen, die du mir anvertraut hast, zugrunde geht. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu. Das Abschlussgebet. Mein Jesus, meine einzige Hoffnung, ich danke dir für das Buch, das du vor den Augen meiner Seele aufgeschlagen hast. Das Buch ist dein Leiden, das du aus Liebe zu mir auf dich genommen hast. Aus diesem Buch habe ich gelernt, Gott und die Seelen zu lieben. Es enthält unermessliche Schätze für uns. O Jesus, so wenige Seelen begreifen dich in deinem Leiden aus Liebe. Glücklich ist die Seele, die die Liebe des Herzens Jesu begriffen hat. Möchtet euch einladen, dass wir jetzt ganz auf Jesus schauen, der am Kreuz für uns gestorben ist. Wir wollen seine Wunden betrachten, das Blut, sein kostbares Blut, das er für uns vergossen hat. Und wir wollen Jesus bitten, dass er uns in diesem Blut, in seinem heiligen Blut reinwäscht, uns gut vorbereiten lässt auf das große Osterfest, auf das wir jetzt mit großen Schritten zugehen. In Jesus als hinlegen, was uns trennt von ihm, uns selber ganz und gar mit all unseren Fehlern, Schwächen und Sünden. Wir wollen Jesus auch alle anvertrauen, die auf unseren Herzen, die wir in unserem Herzen tragen. Das kurze Gebet beten, das Jesus uns gelehrt hat. Jesus, ich vertraue auf dich. Wir sollen unser ganzes Vertrauen in Jesus legen. O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu, als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt. Jesus, ich vertraue auf dich. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deine